Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir uns für Rex weitere Klingen geholt, nämlich unter anderem diesen Kollege hier. Genau, ich habe herausgefunden, ich kann ZL drücken. Hier. Und dann kann ich zwischen den verschiedenen Klingen wechseln, Klingen wechseln, die ich ausgerüstet habe. Kirim oder so heißt der, oder Kyrim oder Kirim. Eigentlich will ich ihn ja eher Englisch aussprechen, aber ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Kyrim vielleicht am ehesten. Egal. Ich nehme auch nochmal Pyra. Und jetzt will ich mal ganz gerne gegen diesen Kollegen hier erstmal kämpfen. Dann gleich will ich auch Nia suchen und hoffentlich auch finden, bevor sie morgen exekutiert werden soll. Müssen wir uns also eh beeilen. Aber ich will erstmal gucken, was es mit dem Kollegen hier auf sich hat. Mit dem Mainmeister, gegen den ich kämpfen kann. Reagiert er bei Sichtkontakt oder so eigentlich? Nee. Ist es jetzt schlau, gegen den zu kämpfen? Ich mach's einfach mal. So. Kein Peil, was das jetzt soll. Warum ich jetzt hier gegen ihn kämpfe. So, aber. Ja, jetzt ist er ausgerüstet. Und man kann ich eigentlich im Kampf auch wechseln, die Klinge. Okay, aber Kyrim hat auch irgendeine Leiste, die er aufladen muss erst. Vielleicht kann ich dann gleich wechseln. Warte mal. Ich will mal noch Hitzeschub nicht einsetzen, Moment. Ah doch, aber er ist schon da. Er kämpft auch mit. Irgendwie. Jetzt ist seine Leiste voll, was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Er hat irgendwie. Ach nee, das ist die Klinge von meinem Gegner. Jetzt check ich es erst. Okay. Das ist nicht mein Kyrim. Ich sterbe übrigens gleich. Ja, toll. Mann, das war voll. Ich habe mich jetzt nur auf den da konzentriert. Ich dachte, das wäre mein Kyrim. Sorry, ich bin blöd, ich weiß. Das ist einfach die Klinge von dem Typen gewesen und die haben ein goldenes Band sogar gehabt. Ja, sorry. Mann! Das ist auch ein bisschen peinlich. Ich bin Level 12. Und hab gegen den Level 8 Dude da einfach verloren. So, jetzt Moment nochmal. Jetzt gleich mehr anstrengen. Also, aber das habe ich noch nicht ganz verstanden. Bei Kyrim hat sich da eben die Leiste irgendwie geladen langsam. Und wo die voll war, habe ich aber nicht verstanden, was ich dann da machen kann. So. Keine Ahnung. Egal. Ich will erstmal noch bei Pyra bleiben, weil Pyra ist stärker. Und ich muss jetzt hier ein bisschen abgehen, weil der nicht so schlecht ist. Ich habe halt vor allem jetzt. Vielleicht wäre es doch sogar gar nicht so schlecht, Kyrim zu nehmen, weil er ja eher auf Heilen spezialisiert ist. Und gegen einen Gegner hier ohne Heal klarzukommen, ist nicht so einfach, aber das passt schon. Genau, Klingen-Kombo kann ich ja eh nicht machen wahrscheinlich, weil ich keinen anderen Partner habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Stufe 2 Feuer gibt es nicht bei der Klingen-Kombo. Deswegen, ich lade jetzt mal einfach ein bisschen auf und mache dann bei Stufe 2 oder 3 Versionen davon, würde ich sagen. So. Okay. Ich habe auch kein goldenes Band, deswegen Stufe 4 kann ich eh nicht machen. Man wird immer abblockt. Nervig. Ja, komm. So. Zack. Okay, jetzt kann ich Stufe 3 Hitzeschub machen. Mach ich einfach mal. Los geht's. Muss man spammen auch noch? Okay. Ah doch, es geht sogar nochmal Feuer. Okay, jetzt müsste ich Stufe 2 Selbstzerstörung kriegen. Selbstzerstörungssiege. Könnte ich dann machen. Aber erstmal Heal. Heal, Heal, Heal. Huh. Aber der stirbt jetzt eh davor. Jetzt stirb halt, komm. Okay. Naja, geht so. So easy peasy war das gar nicht mal. Aber das stimmt natürlich, die Gegner, also die Stufen von den Gegnern sind ja quasi darauf ausgelegt, dass man sie eigentlich als Dreierteam bekämpfen soll. Und nicht hier als ein einzelner Charakter. Deswegen ist es schon dann nicht so einfach. Aber ich habe mich auch nicht so gut angestellt. Aber der hat schon noch einiges ausgehalten. Und Rex alleine kann halt nicht so viel. Er kann zwar viel Schaden machen, aber heilen sich halt nicht so mega gut. Ist halt schon wichtig, dass da Nia auch dabei wäre oder irgendein anderer Heiler. Aber ging ja jetzt trotzdem. Hier kann man doch bestimmt irgendwo krasse Secrets finden, oder? Wenn man hier schon entlang laufen kann, irgendwie auf den Dächern oder so. Ist doch bestimmt irgendwo eine Schatztruhe. Oder irgendwas. Aber ich will dann gleich der Hauptquest eigentlich folgen. Da hinten nämlich, ja, genau. Aha, seht ihr mal. Yay! Das ist cool. Dass man da fürs Erkunden auch so belohnt wird. Ich kann sie auch öffnen, sehr gut. Und ein bisschen Geld. Okay, nice. Nicht viel, aber trotzdem ist ein schönes Gefühl, immer einfach irgendwo Schätze zu finden. Da ist so sogar Tataka da oben. Auf dem Seil kann ich aber nicht laufen wahrscheinlich, oder? Nee. Nee, da rutscht man runter. Vielleicht kann ich da hinspringen. Ah, verdammt. Das hätte man, glaube ich, schaffen können sogar. Und dann von da aus da irgendwie hoch. Ah, es geht von hier aus sogar auch. Okay, warte mal, dann spreche ich mal kurz mit dem. Sekunde. So, Tataka. Hi.
Was machst du denn hier oben? Tataka liebt hohe Orte. Hat ganzes Jahr gedauert, auf Dach hier zu kommen, aber endlich geschafft. Cool. Tataka hat großen Traum, eines Tages Spitze von Windmühle zu erklimmen. Aber Kopf ist ganz leer. Keine einzige Idee drin, wie Tataka so hochkommen könnte. Darum hätte Tataka gerne Klinge. Mit Klinge könnte Tataka in Eibenhopp Spitze erreichen. Vielleicht kann Tataka eines Tages ja Meister werden. Ja, kriege ich das tatsächlich noch später auch? Eine Klinge, mit der ich dann einfach höher springen kann? Oder weiter springen kann? Das wäre ziemlich cool. Mal schauen. Hier ist auch eine. Okay. Ich weiß ja schon, dass es durchaus Erkundungsfähigkeiten von den Klingen gibt. Zum Beispiel eben, dass Pyra Holz wegbrutzeln kann und sowas. Und vielleicht lerne ich auch noch irgendwie eine, mit der ich einfach dann höher springen kann. Das wäre ziemlich cool. Hallo, wie läuft's? Mein Vater hat gesagt, dass Meister schneller lernen als normale Leute. Mit der Erfahrung, die sie angesammelt haben, können sie die Fähigkeiten ausbauen, die sie gerade brauchen. Praktisch, was? Deshalb sollten Meister auch immer in Ruhe überlegen, welche Fertigkeiten sie gerade am dringendsten brauchen. Denk immer dran, ja? Strategie ist alles. Okay. Wo bin ich jetzt eigentlich hier oben? Das habe ich gar nicht erwartet, dass... Da ist auch noch ein Schatz. Habe ich gar nicht erwartet, dass die so... Ach, kann ich sogar jetzt öffnen mittlerweile, nice. Dass die so vertikal noch wäre, diese Stadt, und dass da so weit nach oben geht. Und dass man da auch noch so viel erkunden kann. Dänisches Konsulat ist hier sogar. Ach, das ist sogar der Ort, den wir schon in der Cutscene vorhin gesehen haben, mit dem Typen da. Kann ich da reingehen und dem Hallo sagen? Nee, wäre auch nicht so gut, glaube ich. Alles ganz cool. Okay. Nur wie komme ich jetzt sicher nach unten zurück? Das ist die große Frage. Überlebe ich das? Na, ich glaube gerade so. Ja doch, oder? Oh. Ja, locker so. Oh! Aber hat er ziemlich locker überlebt. Kein Problem. Okay. Aber jetzt, nee, halt noch ein Schatz. Ja, Moment. You're all mine. You're all mine. Mhm. Gerechtigkeitsverstärker. Und Empathieverstärker. Was ist das eigentlich für eine Art von Item? Moment. Wo ist das? Hier bei Verstärkern. Aha. Was sind denn Verstärker? Wie kann ich die denn benutzen? Kann ich die benutzen? Das ist ja keine Ausrüstung. Nein. Taschen-Item auch nicht, wahrscheinlich. Nee. Stimmt, ich wollte eigentlich noch nach Argentum zurückgehen und mir da dieses eine krasse Item kaufen. Keine Ahnung, wie ich diese Verstärker benutzen kann. Hm, naja. Hier ist sogar noch ein Reisepunkt, den ich noch gar nicht entdeckt habe. Wo bin ich jetzt eigentlich auf der Karte? Hey, hier war ich doch schon. Ich habe mich doch auf der Seite auch umgesehen. Habe ich das echt verpeilt, hier hinzugehen? Also gut, wenn ich da jetzt noch weiterlaufe, komme ich quasi aus der Stadt wieder raus. Aber halt beim anderen Ausgang im Prinzip. Und könnte dann wieder hier die Wildnis quasi erkunden, wo wahrscheinlich auch wieder Gegner sind und sowas. Da hinten zum Beispiel schon, genau, ja. Aber nee, das ist nochmal was ganz anderes. Hier ist ein Hof noch. Um Gottes Willen. Ja, es gäbe noch ultra viel zu erkunden. Ich habe ja auch im gesamten Norden von diesem riesigen Gebiet auch noch fast gar nichts erkundet. Aber ich würde jetzt dann gleich erstmal die Hauptquest trotzdem weitermachen. Wusstet ihr, dass es sogenannte einzigartige Gegner gibt? Mhm. Die sind angeblich extrem stark, viel stärker als gewöhnliche Monster. Wer sich ohne entsprechende Vorbereitung mit einem von denen anlegt, ist Geschichte. Brr, allein bei der Vorstellung auf so etwas zu treffen, läuft es mir kalt den Rücken runter. Dass ihr euch ja nicht auf so ein Vieh stürzt, oh doch, ohne genau zu wissen, was ihr da tut, ist das klar? Da habe ich schon Lust drauf, auf die einzigartigen Gegner. Das war auch im ersten Teil schon immer ziemlich cool. Ich mache es jetzt mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz nach Agenten zurück und kaufe mir kurz dieses eine Item da. Moment. Agentum, Goldmund und einfach mal hier zur Handelszentrale, ja? Wie schnell geht das eigentlich? Ich lasse mal die Ladesequenz drin, ansonsten schneide ich die oft raus, aber ich lasse die jetzt mal drin, dass wir sehen können, wie lange das dauert. Das würde mich auch interessieren. Selber, von einem Gebiet zum nächsten. Geht eigentlich, okay. So, shall we? Ah genau, jetzt habe ich auch oben kein Ziel mehr, weil ich halt nach Gormod muss, aber ich bin nicht in Gormod. Okay. Jetzt muss ich das nur finden. Was ist du? Moment. Ich glaube, das hier ist es. Genau. Dieses Item hier ist ziemlich krass. Für eine Stunde 10 hält es an
und bewirkt, dass ich weniger Schaden kriege, sowohl physischer als auch Ätherschaden und vor allem Technikaufladung, geht um 0,4 pro Sekunde nach oben. Also Techniken laden sich einfach so auf, auch ohne, dass ich Autoangriffe mache. Einfach so, wenn ich einfach nur Zeit verbringe. Und das ist tatsächlich ziemlich krass, glaube ich. Deswegen da nehme ich mal, ja, vielleicht schon zwei mit. Na gut, komm, benutze ich jetzt mal doch eben ein bisschen hier die temporären Items. Auch zum Ausprobieren vor allem, jetzt wo ich auch besser weiß, wie die funktionieren. Dann mache ich das mal. Jetzt erstmal wieder zurück. Ich werde es gleich noch ausrüsten. Keine Sorge, ich werde es nicht vergessen, hoffe ich. andererseits will ich ja eigentlich auch, Torrigoth, genau. Hier, Thoras Haus habe ich sogar direkt, perfekt. Andererseits will ich ja eigentlich auch sparen, weil ich habe ja schon diesen einen Charakter gesehen, der mir für 500.000 so einen weiteren Kernkristall verkauft, wo ich dann wahrscheinlich eine sehr seltene und ich denke auch starke Klinge bekommen kann. Wie es alles reingeladen hat erst. Deswegen, das will ich eigentlich auch dann bald machen. Deswegen muss ich ein bisschen sparen dafür. Aber jetzt da die 4.000 Gold dafür auszugeben, wird schon passen. So, jetzt warte mal schnell. Tasche. Und dann mal gleich kurz das hier. Jetzt muss ich halt versuchen, schnell zu spielen. Am besten wäre es, wenn jetzt ganz, ganz viele Kämpfe in Folge kommen und nicht so viel Erkundungsgedöns. Die Stadt habe ich ja jetzt erstmal halbwegs erkundet. Und jetzt werden bestimmt dann ein paar krasse Kämpfe kommen. Und deswegen ist es, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das auch jetzt dann auszurüsten. Ja. Okay, sehr gut. Aber vor allem die Technikaufladung ist halt ziemlich sick dann. Weil ich halt jetzt fast ständig einfach Techniken rausspammen kann. Das ist schon ziemlich gut. Dadurch kann ich auch die Klingen-Kombo schneller aufladen und so. Also ist, glaube ich, echt ziemlich cool. Stimmt, noch eine Sache, ich habe mir die Talente noch gar nicht angeschaut von Kyrim oder so. Was kann der eigentlich alles? Aim higher. I can't stop growing. Okay, der hat auch viel, viel weniger Fähigkeiten als Pyra. Also Pyra ist schon um einiges besser. Sie hat sogar schon auf dem zweiten Ring auch was gelernt. Kritischen Schaden um 40%, das ist ziemlich sick. Also das ist einfach so da, das muss ich nicht noch extra ausrüsten, richtig? Das habe ich jetzt einfach mit Pyra. Ich glaube schon. Und erhöht nochmal um 20% kritischen Schaden. Okay, also Crits mit Piper zu machen, geht ab. Auf jeden Fall, was hat er so? KP-Kapsel, hochgesteuerte Gegner mehr Schaden. Okay, kritische Treffer werden KP geheilt, ist aber ziemlich cool. Das ist sogar ziemlich gut. 60% der KP. 60% von meinen KP, wenn ich einen einzigen kritischen Treffer mache, werden von meinen KP 60% geheilt. Oder 60% des Schadens. Nee, steht da KP dran. Das ist ziemlich gut. Seitenangriffe mehr Schaden. Durch besiegte Gegner erhaltene WP um 30%. Auch nicht schlecht. Hier Windelement habe ich. Und spezielle Fähigkeit für Söldneraufträge. Informationen zum Sammeln. Aha. Okay. Na gut. genau, die andere Klinge habe ich ja nicht ausgerüstet. Da habe ich auch den Namen wieder vergessen. Rex hat ja eigentlich noch eine. Ich müsste mir eigentlich auch von der die Talente anschauen. Aber jetzt zu faul. Egal. Jetzt ist sogar Vertrauen auch gestiegen. Okay, aber jetzt ab geht's. Wir retten Nia. Nia and Dromark executed. It doesn't bear thinking about. But getting aboard that warship will be no mean feat. We're going to need an ironclad plan. Army port is under heavy guard. I guess we'll just have to mount a full-on attack. No, Rex, we can't put everyone in danger. Right. Sorry. There. This is one of the Grand Arbor's routes, right? If this map is correct, it goes all the way from the quay to the hull of the warship. And here. It looks like some kind of cargo entrance. Could we sneak on that way? Oh, right. No one will spot us if we sneak in from below. Security light around this entrance. At night, not even workers here. Looks like this is our only option. Then it's a plan. Tora? Tora have something to show you. Okay, Tora? What's this then? Nobody ever see this before. Secret of Tora. An artificial blade. An artificial blade? I can't believe it. Tora have always wanted to be driver of blade. Begleite uns. But Tora... Tora
has no potential to awaken Core Crystal. Oh. How could you know that? Surely you just have to try and... Oh. You did, didn't you? Yes, 1 year ago, Tora applied to drive a recruitment man. Oh, dearie me. Aber er lebt doch, wenigstens. Oh, Tora, you mean you... It was bad. Oh. Tora had nosebleed for 3 days. Oh. Just a nosebleed? What you mean, just? People die from loss of blood, you know? Yeah, but from a nosebleed. Anyway, for a near-death experience, you're awfully casual about this. Anyway, back to Tora's blade. When complete, even no potential Tora can be a driver. This is simply incredible. You built this blade from scratch, Tora? It was started by Grampypon and Dadapon. But Grampypon die, and Tora still not know where Dadapon go to. Oh. So Tora will finish blade myself and become a driver like always wanted. Then Dadapon hear about Tora's success and come back home, yes? Oh, Tora. By the by, Tora, this blade, as far as I can see, it looks complete. What is there left to do? All Tora have left to do is buy missing parts. But Tora have no money at all. Oh, really? Kann man schon denken, was jetzt kommt. Really? Nothing. At all. Not even one gold. So you're asking for a loan? Not loan. closer to generous donation. Just like a Nopon. Always shrewd when it comes to gold. Das stimmt. But if Tora completes artificial blade, combat capabilities will be big help on mission. Well, yeah. If it works, you may have a point. So, how much exactly do you need? Oh, no more than 60,000 gold. 60,000? Do you want a kidney as well? Calm down, Rex. I think we owe Tora our help. Ja, so if it's just money he needs, I may be able to assist. Assist? How exactly? Nothing illegal. I hope. Don't even joke, Gramps. This is a natural crystal. It should fetch around 60,000. No way. We can't let you sell that. But... No, it wouldn't be right. That's it. I'm paying for the parts myself. Very admirable. Rex is too generous. This blade of yours had better be seriously useful, though, Tora. Leave that to Tora. Well then, let's go, I guess. Yippee! Will they really be okay? I suppose they'll have to be. Diese blöde Trollmusik. Aber ich habe nicht 60.000 Gold. Was brauchst du denn alles, um deine künstliche Klinge fertigzustellen? Tora braucht Optimaldistanzsensor und 3 Bionen-Konnektoren. Oh, davon habe ich noch nie gehört. Weder von dem einen noch von dem anderen. Optimaldistanzsensor braucht Tora für Augen von künstlicher Klinge. Verstärkt Sehkraft enorm. Ist leider nicht billig dran zu kommen. Geht aber nicht ohne. Und diese Bionen-Konnektoren. Bionen-Konnektoren ist allgemein extrem nützliches Teil. Aber Tora braucht vor allem, damit Hut nicht runterfällt. Wäre da ein herkömmliches Stück Schnur nicht ausreichend? Und wo können wir diese Bauteile kaufen? In tollem Krimsgas-Geschäft namens Krämerladen Magia. Laden ist in Seitengasse gleich links neben dem Eingang von Taurigoth. Dann müssten wir ja schon daran vorbeigekommen sein. Okay, dann nichts wie hin. Ja, vielleicht gibt es ja einen Rabatt oder so, wenn ich da eine Quest mache. Ich hoffe es. Weil wie gesagt, 60.000 habe ich leider nicht. So, Holz habe ich dafür viel. So, okay. Ist das sogar... Ich glaube, das ist sogar Porten jetzt schneller. Moment. Am Eingang. Und dann gleich links. Ah, habe ich sogar jetzt auch markiert bekommen. Stimmt, andere Quests annehmen könnte ich auch mal machen eigentlich, ne? Habe ich noch gar nicht gemacht. Irgendwie.
Das mache ich auch mal schnell. Weil ich muss ja die Quest nicht unbedingt erfüllen, wenn ich zu faul bin. Aber annehmen kann ich sie ja auf jeden Fall, weil ich vielleicht erfülle ich sie ja doch. Und dann kriege ich halt Boni. Ja. Hi. Seid ihr dafür verantwortlich? Ihr habt den Kran kaputt gemacht. Was? Nein? Na gut, dann will ich euch mal glauben. Tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Na toll. Was ist los? Ihr wollt wissen, worum es geht? Dann hört mal zu. Irgendein Spaßvogel hat bei unserem Kran das Kabel durchgetrennt. Am Anfang dachten wir, es wäre durch Verschleiß gerissen, aber dann ist es wieder und wieder passiert. Jedes Mal, wenn wir es reparieren, ist es am nächsten Tag wieder kaputt. Das kann kein Zufall mehr sein. Irgendjemand spielt uns hier ganz übel mit. Mist, was nun? Wir müssen irgendwie die Zeit wieder gut machen, die wir durch das zerschnittene Kabel verloren haben. Aber wenn wir jetzt schon wieder ohne Kran dastehen, ist das nicht so einfach. Wenn du möchtest, helfen wir dir, nicht wahr, Rex? Na klar tun wir das. Wirklich? Das würde uns echt aus der Patsche helfen. Wir hätten zwei Aufgaben für euch. Die erste wäre, dass ihr uns helft, den Kran zu reparieren. Na, Theos, der Kranführer, ist eigentlich dafür zuständig. Er kann euch die Einzelheiten verraten. Okay? Das andere wäre, den Täter zu finden, der immer unser Kabel zerschneidet. Leider haben wir keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Petal, unser Lehrling, ist besonders heiß darauf, den Schuldigen zu finden. Vielleicht könnt ihr ihn dazu befragen. Ich calle jetzt schon, Petal war es einfach selber. Aus irgendwelchen Gründen. Verstehe. Wegen Plot-Twist und so. Ihr findet die beiden beim Kran, folgt einfach der Außenmauer, dann könnt ihr sie nicht verfehlen. Na gut, ich zähle auf euch. Okay. Kransabotage. Mhm. Das hört sich ja ganz lustig an eigentlich. Mach mal ja zwischendurch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zuerst die Nebenquest machen sollte oder doch die Hauptquest. Ich habe jetzt wieder ein bisschen was von der Hauptquest ja gemacht. Wir haben ja auch das mit der technischen Klinge da quasi gelernt von Tower, was ganz cool ist. Der ist schon wieder da, der eine Typ. Hat er nichts Besseres zu tun? Naja. Dann ist hier noch Siorge. Hallo, wie läuft's? Irgendein hohes Tier in Moradane hat einen ganzen Haufen Möbel bestellt. Dementsprechend bin ich am Rotieren. Alle meine Möbel sind Masernfertigungen, müsst ihr wissen. Ich verwende nur die besten Hölzer aus Gormort, um die Kundenwünsche bis ins letzte Detail zu erfüllen. Cool. Euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid ihr auf der Durchreise? Kannst du mal aufhören, Piper? Das ist ein bisschen auffällig. Wenn du immer Feuer aus deinen Händen machst. Ja. Habt ihr zufällig unterwegs irgendwo meinen Sohn Pawny gesehen? Nein. Nein? Wo treibt es sich nur rum? Eigentlich müsste er längst wieder da sein. Ach echt? Pawny sollte etwas für mich erledigen, aber er ist immer noch nicht zurück. Er ist noch klein, da wäre es kein Wunder, wenn er irgendwo spielt. Aber so langsam mache ich mir Sorgen. Ich habe dem Kunden aus Moradane erklärt, was los ist, aber der zeigt keine Spur Verständnis. Er hat mir mit Klage gedroht, wenn ich die Frist nicht einhalte. Also habe ich keine Zeit, meinen Sohn zu suchen. Fragezeichen? Heutzutage pochen die Leute ständig auf die Einhaltung von Paragraphen und vergessen, was Anstand ist. Oh, tut mir leid, dass ich euch das alles erzähle. Ihr könnt ja nichts dafür. Bitte vergesst die Sache einfach. Ja, wir können schon helfen, genau. Wäre das nicht zu viel verlangt? Ich meine, kann ich euch das wirklich zumuten? Wird schon schief gehen. Also gut, ich danke euch. Pawny wollte zum Baumweiser, soweit ich weiß. Wenn da mal bloß nichts passiert ist. Baumweiser? Okay. Ich mache auch mal als Aktive, ist ja jetzt wurscht. Ich will jetzt erstmal die annehmen, die Quest, bevor ich die jetzt dann wirklich erfülle. Genau, und hier ist eben noch eine. Da hinten ist auch noch ein Fragezeichen, aber die ist ewig weit weg. Ah ne, gar nicht wahr, 43 ist hier nur weg. Okay, aber erstmal Bowery oder so. Kennt ihr den Laden Gemüsegourmet? Dann kennt ihr sicher auch Tenne, die dort arbeitet. So ein liebes Mädchen. Leider ist ihr Vater kürzlich verstorben. Ihre Mutter hatte sie schon vor längerer Zeit an eine Krankheit verloren. Jetzt ist sie ganz allein. Sie hat zwar ein gutes Händchen für neue Produkte, aber ob sie das ganze Geschäft allein stemmen kann? Ehrlich gesagt mache ich mir große Sorgen um sie. Könntet ihr Tenne nicht ein wenig unter die Arme greifen? Erzähl weiter. Also, als erstes solltet ihr bei ihr einkaufen, am besten jedes Produkt einmal. Wenn ihr euch mit ihren Waren auskennt, würde sie euch sicher vertrauen. Ich bin sicher, dann würde sie euch auch die Besitzurkunde von Gemüsegourmet verkaufen. Das heißt, ihr werdet die neuen Besitzer des Ladens. What? Dann könnte Tennis sich ganz auf das konzentrieren, was sie am besten kann. Die Einnahmen fließen zwar nicht in eure Tasche, aber auch für euch hätte das viele Vorteile. Ihr könntet zum Beispiel leichter Gegenstände finden oder schneller laufen. Was meint ihr? Würde das für sie tun? Rex, ich bin mir sicher, das würden wir hinkriegen. Was meinst du? Solange du bei mir bist, Pyra, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. Yay! Das wollte ich hören. Vor allem Rex hat einfach Pyra gesagt. Obwohl sie ja hier verdeckt eigentlich ist. Wie gesagt, zuallererst müsstet ihr euch einmal quer durch ihr Sortiment kaufen. Okay, kommt halt darauf an, wie viel sie hat. Ihr neuestes Produkt solltet ihr euch auch mal ansehen, den Puri-Salat. Mhm. Helfen tut gut. Das hört sich ja eigentlich ganz machbar an. Erstmal. So, auch aktiv. Ist wurscht. Und dann kann ich noch... Ah ne, das sind sogar... Ach Gott, das sind ja noch voll viele Quests, die ich annehmen kann, um Gottes Willen. Oder, weil ich mal Ausrufezeichen ist ja, dass ich eine Quest halt erweitern kann quasi.
Also, dass ich halt den nächsten Teil einer Quest ausführe. Hingegen die Fragezeichen heißen ja, dass ich eine neue Quest annehmen kann. Moment, wo sind die jetzt genau? Jetzt hier geradeaus einfach beide. Okay. Okay, da unten. Nee, aber Petal? Nee, okay, das zählt sogar auch als Fragezeichen. Bei Petal, obwohl das ja eigentlich Teil einer Quest ist. Das ist ein bisschen komisch, aber okay. Hallo, wie läuft's? Oh, hat Avan euch gesagt, dass ihr mir assistieren sollt? Ausgezeichnet! Hört zu, wir benötigen dringend Informationen über den Kriminellen, der das Kabel durchtrennt hat. Okay. Die Vorgehensweise dabei ist euch überlassen, Agenten. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind in dieser Stadt ist ein potenzieller Täter. Selbst die Tiere sind nicht unschuldig, also hört euch überall gut um. Das kriegen wir hin. Ich verlasse mich auf euch, Agenten. Kramkriminelle. Ach so, okay, weil das jetzt nochmal deswegen. Weil das nochmal jetzt als eigene Quest quasi zählt. Okay, ich verstehe. Ich kann da nochmal mit dir reden. Habt ihr schon Hinweise gesammelt? Als Agenten ist es eure Bürgerpflicht, den Täter aufzuspüren. Was ist das eigentlich genau, Bürgerpflicht? Die ardänischen Soldaten sagen das andauernd. Halten sich wohl für besonders toll mit ihren wichtig klingenden Begriffen. Okay, aber ich habe noch nichts herausgefunden. Jetzt ist aber kein Fragezeichen mehr da. Also nur noch halt Quests, die ich weiterhin, denen ich nachgehen kann. Aber ich kann keine mehr annehmen, keine neuen, anscheinend. Genau, das sehe ich ja auch wirklich an blauen Punkten. Ja, nee, eben nicht. Blaue Punkte kommen auch, wenn ich eine Quest fortsetzen kann. Okay, ja, passt schon. Jetzt waren wir mal hier. Ach, da oben ist jemand. Okay. Rahim. Na, kann man nicht schneller klettern irgendwie? Habe ich das nicht vorhin schon mal geschafft, schneller zu klettern? Da hoch? Na, egal. Das mache ich aber noch schnell. Also alle Quests werde ich heute nicht mehr erfüllen. So, hi. Also die Sache ist so. Ihr wollt wissen, ob ich jemand Verdächtiges gesehen habe. Schon oft genug. Ich halte hier schließlich nicht zum Spaß mache. Mir entgeht nie etwas. Gibt's was Interessantes zu erzählen? Naja, hier vor Ort ist mir in letzter Zeit nichts aufgefallen, sonst hätte ich sofort Alarm geschlagen. Aber neulich? Neulich hat mir ein Kollege berichtet, seine Einheit sei auf Patrouille von Unbekannten angegriffen worden. Zum Glück sind sie mit ein paar Schrammen davongekommen. Aber wie auch immer die Angreifer waren, es müssen ein paar recht fähige Schützen darunter gewesen sein. Hm. Das ist aber auch das einzig Verdächtige, woran ich mich erinnere. Dank Mor Ardain ist es in Gromod recht friedlich. Okay. Genau, ich muss halt da jetzt Infos... Oh Gott. Oh, Infos sammeln. Aber das reicht wahrscheinlich noch nicht alleine, um den Kran-Kriminellen da zu finden. Genau, hier ist der Krämerladen. Achso, nee, das ist jetzt... Oder was ist das nochmal für eine Quest jetzt eigentlich? Hereinspaziert, meine Lieben. Nee, das ist schon das von Tower, genau. Ja, war ja auch als Hauptquest markiert. Tower hier, um Bionenkonnektoren und Optimaldistanzsensor zu kaufen. Oh, du bist doch der Noppon, der exakt diese zwei Teile neulich so angeschmachtet hat. Was? Tower wurde beobachtet? Naja, nicht absichtlich. Aber wenn jemand 3 Stunden lang dasselbe anstarrt, fällt das irgendwann auf. Leider muss ich dich enttäuschen. Die Optimaldistanzsensoren sind gerade alle ausverkauft. Bionenkonnektoren haben wir aber noch jede Menge. Die kosten 4000 Gold das Stück. Das geht noch. Dann wären wir mit 3 Stück ja bei 12.000 Gold. Mensch, die sind teurer, als ich dachte. Rexflex hat versprochen, Bauteile zu bezahlen. Jetzt kein Rückzug, sonst Tower ewig schmoll. Ja, ich weiß, versprochen ist versprochen. Nur, Mann, das ist echt nicht billig. Hm. Sag mal, Junge, du bist nicht zufällig ein Bergungstaucher. Und ob ich das bin? Ein richtiger Profi sogar, wenn ich das mal so sagen darf. Warum versuchst du dann nicht einfach, die Bionenkonnektoren selbst zu bergen? Zu dieser Jahreszeit sieht man die wohl sogar recht häufig aus dem Wolkenmeer. Hm, die Idee ist gar nicht so schlecht. Das könnte klappen. Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Prima, fein. Rexpex versucht. Tora feuert an. Ich, feuere dich auch an. Haha. Okay. Aber die anderen kann ich ja kaufen. Ja. Achso, nee, Blödsinn. Diese Konnektoren, die ich auch kaufen könnte, die kann ich aber auch bergen. Das darf ich mir aussuchen, oder wie? Das größere Problem ist und bleibt wohl der Optimaldistanzsensor. Okay, genau. Das kann ich mir aussuchen, ob ich die bergen oder kaufen will. Mhm. Ließe sich so etwas nicht vielleicht auch aus dem Wolkenmeer bergen? Eher nicht. Man findet die fast nie, nur wenn die Titanen in ganz bestimmten Positionen sind und die Strömungen stimmen. Und selbst dann bräuchten wir immer noch eine gute Portion Glück, um tatsächlich einen zu erwischen. Wenn wir alle Zeit der Welt hätten, wäre das vielleicht eine Option, aber die haben wir ja leider nicht. Peda, kann ich kurz stören? Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Dame dort eine Klinge und du bist ihr Meister, korrekt? Huch, ist das so offensichtlich? Halt, stopp, stimmt alles nicht, Rexflex und Trower sind auch Klinge. Und ich bin, ihre Meisterin.
Ach was. Wenn, dann wäre ja wohl ich der Meister. Leute, glaube ich, geht anders. Können wir nochmal von vorne anfangen? Sachte, sachte. Macht euch mal nicht gleich ins Hemd. Ich bin Botaniker, kein Soldat oder so. Mein Name ist Catelyn. Freund ist Botaniker? Sieht nicht aus wie Botaniker. Sieht eher aus wie oberstarker Hau-Hau-Meister. Das kriege ich oft zu hören. Wenn auch nicht in genau der Formulierung. Na jedenfalls, ich wollte nach Lashim rüber, aber da lungert ein Monster rum, mit dem ich alleine nicht fertig werde. Ich habe bereits versucht, die Armee um Hilfe zu bitten, aber da wollte mir keiner zuhören. Dann habe ich euch gesehen und mir gedacht, die sehen stark aus, die könnten mir helfen. Ich habe in meinem Lagerhaus noch einen Optimaldistanzsensor. Falls ihr mir helfen wollt, gehört er euch. Nice. Oh, fantastisch. Da sind wir dabei, würde ich sagen. Die Insel Lashim ist leicht zu finden. Verlasst die Stadt durchs Haupttor, dann seht ihr sie auf der linken Seite. Erledigt dort bitte das Juppenkrabbel. Aber unterschätzt es bloß nicht, dieses Biest kann gut austeilen. Okay. Das kriegen wir hin. Hoffe ich mal. Ja. Machen wir. Okay. Dann würde ich, wenn jetzt nichts mehr kommt, aber erstmal sagen... Ja, das hier war für diesen Part von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Beim nächsten Mal geht es dann noch weiter mit den Quests. Natürlich einerseits die Hauptquest, ein paar Nebenquests werde ich vielleicht auch noch nebenbei machen. Ich weiß nicht, ob ich alle gleich hier machen werde. Aber die Hauptquest, die natürlich auf jeden Fall. Und da muss ich mir vor allem überlegen, wie ich das mit diesen Konnektoren machen will. Ob ich die kaufen will oder ob ich die bergen will. Vielleicht auch ein, zwei bergen und dann noch einen anderen kaufen oder so. Das ist ganz cool, dass man sich das anscheinend aussuchen kann. Je nachdem, wie viel Geld man halt noch übrig hat. Ich habe ja auch ein paar Zylinder, also ich könnte ja auch ein bisschen Bergungstauchen machen. Und dann hoffe ich mal, dass ich einfach mir möglichst viel Geld sparen kann und ich die vielleicht einfach so bekomme. Mal schauen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.